der Werbung. Jetzt geht es on vogue weiter. Und zwar bin ich hier bei der Kinopremiere Zoolander hier im Sony Center. Justin Bieber ist tot, oh je. Und auch weitere Berühmtheiten werden ermordet aufgefunden. Die Opfer haben eines gemeinsam: mit ihrem letzten Atemzug haben sie noch ein Selfie mit Blue Steel Blick gemacht. Popstars im letzten Jahr. Alle mit diesem Blick. Peace out, Freunde. Nur ein Mensch weiß, was dieser Blick heißt. Ich bin nicht mehr angesagt. Ich bin müde geworden. Du bist Derek Zoolander. Du hast einen chinesischen Wurfstern mit einem Blick gestoppt. Zeig mir diesen wunderschönen Blick. Warte, nein! Magnum, jetzt! Ah. Oh. Nimm das! Oh. Die zwei Menschen können beim Lösen des Mysteriums helfen. Eigentlich hat die Modebranche Derek und Hansel vergessen. Die beiden hatten sich zur Ruhe gesetzt, doch ohne ihre Hilfe ist die gemeinsame VIP-Welt in großer Gefahr. Ich war Bademodemodel. Das tut mir sehr leid. Ich habe es nie geschafft, in ihre Welt zu kommen. Deswegen. Ist ja eklig. Auf dem roten Premierenteppich gab es eine Zoolander Fashion Show und die zahlreichen Gäste nutzten den Teppich als Laufsteg. Und auch die Herren der Schöpfung machten sich einige Gedanken. Bist du modebewusst? Ich bin ganz modebewusst, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Dann überlegst du schon, was du heute so anziehst. Das war jetzt relativ spontan, weil ich hatte mich in der Einladung vertan. Ich dachte 19 Uhr und dann habe ich vorhin noch mal kurz drauf und dachte, ach du Scheiße, 18 Uhr. Und dann habe ich einfach randommäßig irgendwas angezogen. Also heute ist es jetzt nicht so super schick. Ja. Sieht trotzdem schick aus, okay, und die sind noch nicht da, die Stars. Also du hast noch Time und gönn dir ein Gläschen Champagner. Genau. Mach ich. Dankeschön. Bis nächste Woche, Berlinale. Ja, genau. Okay. Genau, ja. Ciao. Ciao. So, ganz gut. Oder willst du eine Jacke anziehen? Ich habe dir schon so viel gefragt. Michaela Schäfer kam für ihre Verhältnisse hochgeschlossen. Michaela, du siehst bezaubernd aus, wie eine Dame. Dankeschön. Wie kommt es zu diesem Outfit heute wegen der Zoolander Premiere? Kennst du die Filme oder was erwartest du? Ich kenne leider nicht die Filme. Ich habe aber nur Positives gehört und habe einfach gehört, dass es mega lustig ist und ich lache natürlich super gerne und dachte ich mir, okay, gehst du hin, guckst du dir das mal an, weil ich habe in letzter Zeit irgendwie nur so Actionfilme geschaut und Depri-Filme und jetzt möchte ich aber endlich mal lachen und über Ben Stiller kann man natürlich lachen. Genau, wirst du sie kennenlernen, aber du bist auch in netter Begleitung. Wer ist denn der junge Herr? Das ist mein neuer Freund Felix und er ist jetzt aus Österreich und ist jetzt ein paar Tage in Berlin. Und dann dachte ich mir, okay, nehme ich ihn mal mit und schauen wir uns den Film zusammen an. Und jetzt stellst du ihn vor der Weltpresse. Also ich verheimliche tendenziell nie was. Ich finde das einfach affig, wenn man irgendwie sagt, keine Fotos und immer auf Abstand. Möchte ich nicht. Ich möchte ein normales Leben führen und wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich das zeigen. Und wenn ich jemanden hasse, zeige ich das auch. Also das ist mir ganz, ganz doll wichtig. Du verheimlichst uns heute deine Figur, aber da steht dir exzellent. Solltest du öfter dran. Dankeschön. Dankeschön. Bill Ferrell erzählt uns, was er in Sachen Fashion gelernt hat. Du lernst sehr viel über Mode, speziell was man tragen sollte und was nicht. Dieser Film zeigt, dass man auch die bescheuertsten Sachen anhaben kann, die man je gesehen hat. Aber dann wiederum sehen einige Klamotten richtig cool aus. Man findet alles. Hat es das einen zweiten Teil gibt? Wie sehr hat es dich gefreut? How excited were you? I was very excited, you know, Mugatu. Es hat mich sehr erfreut. Die Rolle Fugato ist eine der aufregendsten Rollen, die ich jemals spielen durfte. Und ich hatte nie erwartet, dass es eine Fortsetzung geben würde. But Ben started kind of tinkering with the idea of bringing back all the
Aber Ben spielte immer wieder mit dem Gedanken, die Charaktere wieder zurückzubringen. Wir hatten eine gemeinsame Lesung des Drehbuchs und das alleine war so lustig, interessant und intelligent, dass wir wussten, dass es gut wird. Bringst du denn selber deine Ideen mit rein? Oh, ob er auf meine Ideen hört? Na, niemals. Ben sagt höchstens, sprich mich nicht an. Was sind deine neuesten Projekte? Ich versuche in Berlin ein Restaurant zu eröffnen. Es nennt sich Lindenbrau. Oh, es ist schon eröffnet. Es ist gleich hinter dir. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Erstmal muss ich Lindenbrau verklagen, weil sie meine Idee gestohlen haben. Neu in der Zuländer-Besetzung ist Superstar Penelope Cruz. Das erste Mal bei Zuländer. Wie war der Dreh? It was good. It was a long shoot. It was. Der Dreh hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefühlt, als würde ich jeden Tag zur Schule gehen mit all dieser Komik. Ich habe noch nicht so viel Comedy in Englisch gemacht. Zwar schon einige in meiner Heimatland und in meiner Sprache. Deswegen hat es mich überrascht, dass Ben mich in dieser Rolle vorgesehen hatte. Und jetzt möchte ich viel mehr Comedy machen. Eine nette Kombination von allen ist das. Ich spiele ja meistens Dramas, Charakteren, die sehr viel leiden müssen. Ich liebe diese Rollen zwar auch, aber Comedy ist so einfühlsamer und auch zerbrechliches Genre. Es sieht einfach aus, aber es ist das glatte Gegenteil. Sometimes looks like the easiest one, but it's actually the opposite. What did you like the most? The change of your body in the movie? Was mochtest du am meisten in deiner Rolle? Die Kostüme oder diese körperliche Veränderung? Oh, die Kostüme waren spektakulär. Sie wurden ja von Valentino kreiert. Valentino did most of our pieces for the film. Mit der Kombination der Kostümbildnerin haben sie schon einige außergewöhnliche Kostüme kreiert. What they created for every single one of the characters was really, really spectacular, I think. Kannst du uns den Stilblick geben? Ja, es braucht sehr viel Energie, aber ja. Nach seinem berühmten Stil-Look erzählt uns Ben Stiller, der auch diesmal wieder Regie führte, dass er den Tag nutzte, um sich ein Flüchtlingsheim anzusehen. Ich konnte mich mit ein paar Familien unterhalten, um ihre Geschichten zu hören, was sie alles so durchgemacht haben. Es war eine tolle Erfahrung, diese Menschen zu treffen. Man liest ja darüber jeden Tag in den Zeitungen, was so passiert. Und es ist ein so großes Thema weltweit und ich habe die Chance genutzt, ein paar persönlich kennenzulernen. Es sind auch nur Menschen, die ihr Leben friedlich leben wollen. Ein alter Bekannter für unsere Raquel ist mittlerweile übrigens Owen Wilson. Hello! I'm fine, thank you! Can I make a quick interview? Kann ich jetzt auch mit dir ein Interview machen? Hi, after 15 years, did you expect that you're going to be a playing? No, we never expected that we would do a sequel, especially after the first movie, because it came. Nein, niemals und speziell, weil der erste Teil nicht so erfolgreich war. Normalerweise macht man keinen zweiten Teil von einem Film, der nicht so erfolgreich war. Aber über die Jahre hinweg hat sich das so entwickelt. Und als wir auf der Fashion Show in Paris mitgemacht hatten, war da gleich so eine Begeisterung vom Publikum. Und schon waren wir hier. Du trägst Valentino aus dem Film? Ja, das ist Valentino. Wir waren neulich in Rom und haben so getan, als wären wir Models. Und Derek fiel es ziemlich leicht, ein Mannequin zu spielen. Wie ist es mit der Neubesetzung Penelope? Oh, ich habe mich sehr über Penelope gefreut. Sie ist so talentiert und so hübsch und ich habe mich echt gefreut, sie dabei zu haben. Yeah, thank that you back in Berlin. And can I have a selfie? Yes, of course. Thank you. Sure. Thank you, my dear. Thank you. Have a good Please time, say yes? Hello. I will. Okay, I will. Thank you. I will. I can see you guys, like, yeah, that the we were resemblance. Later.
Es gibt nur ein kriminelles Superhirn, das hinter allem stecken kann. Mit so einer gelungenen Premiere wird diese Fortsetzung des Films Zuländer bestimmt ein Knaller. Todd, wo ist mein gottverdammter Latte? Wer sagt, Bademode-Models seien nutzlos? Nehmen Sie mich von hinten. So, als würde Ihr Leben davon abhängen. Doch nicht so, sondern so. Zur Sicherheit und Schwimmfähigkeit. Warten Sie, was? Wir schwimmen zurück nach Rom. Oh, okay. Weiter geht es jetzt mit Filme, und zwar mit 400. Und das erfahren wir alles auf der Pressekonferenz der 66. Berlinale. Eine Kinolandschaft wie kaum eine andere und ein filmbegeistertes Publikum zeichnen unsere Stadt aus. Berlin, ein weltoffener und aufregender Kulturschauplatz von ungebrochener Anziehungskraft. Künstler aus aller Welt kommen hierher. Und bei der ersten Pressekonferenz zur 66. Berlinale ließ sich das weltweite Interesse anhand der Notizblöcke, Fotografen und nicht zuletzt der zahlreichen Fragestellern sehen, wie wichtig die Berlinale ist. Dieter Kostlik, Direktor der Internationalen Filmfestspiele, eröffnete wie gewohnt lässig und souverän. Ich begrüße Sie recht herzlich zur 66. Berlinale. Sie haben ja alle bereits das Programm bekommen. Wir haben ja auch schon viel gemeldet. Der Jurypräsident George Miller wird nicht in Berlin präsidieren, sondern in Cannes, wie wir heute gelesen haben. Bei uns ist es nach wie vor Meryl Streep. Die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep wird übrigens Jurypräsidentin bei der Berlinale in diesem Jahr. Mit ihren internationalen Jurykollegen Lars Eidinger, Nick James, Brigitte Lacombe, Clive Owen, Alba Rohrwacher und Małgorzata Czomorska wird entschieden über die Vergabe des Goldenen und des Silbernen Bären im Wettbewerb der Berlinale 2016. Meryl Streep als Jurypräsidentin, das sieht doch vielversprechend aus. Wisst ihr was? Ihr könnt auch dabei sein. Es gibt nämlich ein Berlinales Spezial hier bei TV Berlin. Schaltet ein. Ciao.